Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Wir bauen heute eine ganz besondere Geistervilla. Falls ihr meinen Kanal schon länger verfolgt oder meinen Kanal auch schon kennt, wisst ihr, dass wir ein Life-and-Death-Let's Play aktuell auf meinem Kanal laufen haben. Die Familie Price ist nämlich in die neue Welt Ravenwood gezogen. Und dort sind wir in die Villa des Sensenmannes gezogen, direkt im ersten Part. Und das ist diese Villa tatsächlich. Und falls ihr jetzt alle denkt so, oh mein Gott, was für ein Let's Play, was labert der eigentlich? Wir spielen seit Release des neuen Packs Die Sims 4 Leben und Tod ein ganz besonderes Let's Play, und zwar ein okkultes Let's Play mit unserer Familie Price. Falls ihr das noch gar nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch das Let's Play-Projekt und dann könnt ihr einfach mal vorbeischauen und euch überraschen lassen. Diese Villa ist seit Folge 1 das Zuhause unserer Familie Price. Und diese Aufnahmen, die ihr hier gerade seht, die habe ich gemacht, als ich die Villa im Rohbau sozusagen vorbereitet habe für das Projekt. Das heißt, es ist ein bisschen eine ältere Aufnahme. Und ihr seht, wir sind hier auch in der neuen Welt Ravenwood. Und zwar in dieser Geisterwelt, die oben links... Oh Gott, das habe ich natürlich den Namen vergessen, ne? Wow, jetzt bin ich auch richtig gut vorbereitet, Leute. Naja, also wir sind auf jeden Fall in der Geisterwelt in Ravenwood. Und dort baue ich die Villa des Sensenmannes. Und ich habe mir da überlegt, dass ich das, wenn ihr meine Gebäude kennt, wisst ihr das, strukturiert aufbaue. Wir haben unten eine kleine Eingangshalle. Links davon befindet sich das Esszimmer. Dahinter befindet sich die Küche. Gegenüber des Esszimmers befindet sich das Wohnzimmer. Und hinter dem Wohnzimmer befindet sich das aktuell noch Musikzimmer. Das wird sich aber im Laufe des Speedbuilds nochmal verändern. Denn vielleicht, Leute, gibt es die ein oder andere Veränderung und wir müssen vielleicht aus dem Musikzimmer ein Kinderzimmer machen. Aber falls ihr da mehr wissen möchtet, schaut auf jeden Fall in mein Let's Play rein. Wie gesagt, das ist unten verlinkt. Ihr seht hier den Entstehungsprozess des Rohbaus von dieser Geistervilla und das hat mich wirklich viele graue Haare gekostet, weil ich erst nicht ganz zufrieden war wie mit dem Aufbau, dann von außen, wie es aussieht. Ich meine, normalerweise bin ich so jemand, der sagt, trust the process und dann wird das irgendwie. Aber irgendwie war das wirklich schwierig in diesem Falle. Ich habe mich dafür entschieden, das Gebäude komplett aus Stein zu gestalten. Das seht ihr dann später auch, wenn ich den Außenbereich ein bisschen besser gestalte. Weil ich mir so dachte, das ist auf jeden Fall so eine ganz alte Villa, die steht auf diesem Berg. Das ist eine ganz alte Stadt auch. Es ist ja sehr okkultig dort. Der Sensenmann hat dort mal gelebt, ne? Irgendwie sind das schon sehr, sehr krasse Fakten, die ich da berücksichtigen muss. Und deswegen habe ich mir überlegt, das wirklich komplett massiv zu bauen. Es wird auch nochmal einen kleinen Schnitt später im Video geben. Da bitte nicht wundern. Denn ich habe ja mit der Villa bereits ein komplettes Let's Play gespielt. Und wir sind fast am Ende des Let's Plays tatsächlich. Und die Familie ist vollständig jetzt. Und ich richte später in diesem Speedbuild dann auch die unterste Etage ein. Die obere Etage mit den Schlafzimmern habe ich bereits eingerichtet in meinem Let's Play. Aber diese Aufnahmen habe ich jetzt nicht mit hinzugefügt. Ich glaube, das Video ist auch lang genug. Und es gibt euch einen guten Eindruck, wie der Rohbau entstanden ist, wie ich einrichte, was für Räume es gibt. Wie gesagt, der größte Teil, den habe ich jetzt erst eingerichtet im Erdgeschoss. Deswegen, das seht ihr gleich auch. Vielleicht ein bisschen was zu dem, was ich mir überlegt habe auch, was die Raumaufteilung angeht. Ich habe ja ganz kurz auch schon angefangen, das Erdgeschoss zu beschreiben. Wir haben, wie gesagt, unten Küche, Esszimmer, Wohnzimmer und Musikzimmer, was dann vielleicht zu einem Kinderzimmer wird. Und wir haben auch ein vollwertiges Badezimmer im Erdgeschoss. Das war ganz wichtig, weil wir haben so viele Sims mittlerweile in dem Haus leben, dass ich so viele Badezimmer mit Badewanne, Duschkombi wie möglich irgendwie platzieren wollte. Im oberen Stock befinden sich insgesamt 3 Schlafzimmer. Kein Kinderzimmer, wichtig. Wir haben hier das Hauptschlafzimmer, da lebt unsere liebe Rosa. Das ist die Mutter der ganzen Familie, also die Gründerin der Familie mit. Die hat auch ein eigenes Badezimmer und einen begehbaren Kleiderschrank. Mega cool. Gegenüber wohnt dann ihr jüngerer Sohn Damien. Damien ist Schriftsteller, Horrorschriftsteller. Und deswegen hat er da auch einen ganz besonderen Arbeitsplatz in seinem Zimmer eingerichtet. Und weiter vorne befindet sich dann das Schlafzimmer vom lieben Ethan. Ethan ist in der Schnitterkarriere. Also er ist der Gehilfe vom Sensenmann. Wie absolut passend, Leute. Und er ist auch ein Werwolf. Das heißt, wir haben auch ein bisschen mit Rage-Modus zu kämpfen zwischendurch. Der Familienhund, der liebe süße Dusty, der schläft im Flur. Der hatte vorher so einen kleinen abgetrennten Bereich. Fand ich irgendwie ganz cool, dass er da so einen kleinen
kleines eigenes Zimmer hatte. Aber dieses eigene Zimmer habe ich dann doch umgestaltet und habe was anderes reingemacht. Was genau, seht ihr ja später auch im Speedbild. Und wir gucken uns übrigens auch zum Ende des Speedbild-Parts das komplette Haus auch nochmal eingerichtet an. Dann könnt ihr das auch nochmal euch anschauen. Da das Grundstück jetzt gar nicht so groß ist und ich auch gar nicht so viel Platz habe, jetzt großartig den Garten zu platzieren, ist das da relativ überschaubar. Wir haben einen Greenhouse, also ein Gewächshaus, ein kleines, das befindet sich hinten im Garten. Und wir haben eine Außenterrasse. Das fand ich irgendwie ausreichend, weil die sowieso jetzt nicht so häufig draußen sind. Und wenn ich mich nicht täusche, gibt es in Ravenwood, in dem Teil der Welt, sowieso eigentlich nicht wirklich Jahreszeiten. Also es wird da kein Schnee liegen. Es wird, glaube ich, nur kalt und warm. Also jedenfalls hat das für mich nicht gepasst, da jetzt einen Swimmingpool hinzusetzen. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Deswegen finde ich es in Ordnung, dass der Bereich oder der Außenbereich nicht so krass groß ist, ne? Ich finde auch von der Aufteilung des Hauses, weil ich habe jetzt aktiv drin gespielt, macht das absolut Sinn. Ihr könnt mit der Spielkamera von vorne auf das Haus schauen und habt alles im Blick und könnt alles anklicken. Das ist mir immer wichtig, wenn ich Gameplay in einem Haus mache. Das klingt jetzt erstmal total banal, ist aber, wie gesagt, super wichtig, weil ihr wollt ja immer alles anklicken und sehen können auf einen Blick. Und ich finde, da ist das irgendwie ganz gut mir gelungen. Also, ohne dass ich mich jetzt selbst beweihräuchern möchte. Oh, mir fällt noch eine wichtige Sache ein. Sorry, wenn ich hin und her springe, auch in den Themen. Aber mir fallen Dinge, wenn ich jetzt hier, ne, dem Speedbild zuschaue, fallen mir so ein paar Sachen ein. In dem Gewächshaus befindet sich etwas ganz Besonderes. Das werden wir im Live-Modus, glaube ich, gleich sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das im Speedbild sieht. Es wird da eine ganz besondere Überraschung auf euch warten. Wir werden das, wie gesagt, im Live-Modus nachher sehen, wenn wir uns das Haus anschauen. Das ist so cool. Ach, da habe ich auch gar nicht mehr dran geglaubt, dass ich das kriege, ne? Dass ich das sammeln kann. Aber im letzten Part des Life and Death Let's Plays habe ich das tatsächlich gefunden. In einem Geisterhaus übrigens, diese Sache, ne? Die ich da platziert habe. Und es ist eine Pflanzensache, ne? Falls ihr überlegt. Der Raum, der mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet hat, und das ist sehr ungewöhnlich, weil ich normalerweise keine Probleme damit habe, ist die Küche. Ich weiß nicht warum, ob es die Aufteilung ist, ob es der Stil des Hauses ist, ob es die Raummaße sind. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war der Raum, der nicht direkt gefunkt hat. Ich starte zwar mit dem bei der Einrichtung später, aber der war wirklich schwierig und ich musste sehr oft zurückgehen. Ich habe auch einiges rausgeschnitten, was die Küche angeht, weil ich zwischendurch eine Pause machen musste, weil es wirklich schwierig für mich war. Der Raum, der mir am meisten Freude gemacht hat, und das, ich glaube, das sieht man auch, ist das Wohnzimmer. Ich finde, Wohnzimmer einrichten finde ich immer am coolsten. Ich liebe es, Wohnzimmer einzurichten und ich weiß nicht warum. Ich finde, meine Wohnzimmer sind auch relativ cozy. Ich mag ja nicht so viel Klatter, ne? Wenn ihr meine ganzen Speedbuilds gesehen habt, dann wisst ihr das ja auch. Aber ich finde, das sieht schon ganz gemütlich aus. Ich mag das ganz gerne. Werden, glaube ich, jetzt zeitnah auch in den Modus wechseln, wo man das dann auch sieht. Die Frage wird gegebenenfalls kommen, welche Packs hast du verwendet? Ich habe mir keine Pack-Restrictions gesetzt. Also ich habe mit allem gebaut, was ich habe. Ich habe aber versucht, vorrangig Base Game und das neue Pack Leben und Tod zu verwenden. Also die komplette Küche ist Leben und Tod. Das Wohnzimmer, glaube ich. Also hauptsächlich, ne? Da stehen auch andere Sachen drin, aber hauptsächlich. Sodass, wenn ihr das Pack habt und das Base Game, dass die meisten Möbel bestehen bleiben und eben nicht so viel ersetzt wird, falls ihr die anderen Packs nicht habt. Aber das ist auf jeden Fall so das Grundgerüst für mich gewesen, dass ich mit diesem Pack vorrangig baue. Großen Struggle hatte ich übrigens auch bei den Vorhängen. Ich meine, wer hätte es gedacht? Falls ihr öfter mal in Sims baut, wisst ihr ja, irgendwie finden wir nie die richtigen Vorhänge. Wir haben so viele Vorhänge und Gardinen mittlerweile. Aber irgendwie, da ist der Wurm drin bei Sims. Ich finde, nicht häufig schöne Vorhänge für diese Fenster. Ich kann nicht erklären, warum das so ist. Ich finde, das ist ein absoluter Struggle. Ich würde mir gerne vielleicht mal so ein Set mit, ich weiß nicht, Deko-Sachen wünschen. Und zwar im Sinne von vielleicht Decken, Kissen, Vorhänge oder vielleicht auch mal richtig coole Rollläden oder so. Also einfach vielleicht mal so ein Set, wo man so ein bisschen mehr Gestaltungsmöglichkeiten bekommt. Ja, ich weiß, was ihr jetzt sagt. Oh mein Gott, noch ein Set, was ich für 5 Euro kaufen muss, weil ich ja jetzt ohnehin schon so viel Geld dafür ausgegeben habe. Ich weiß, dass das ein bisschen Pain ist. Ihr werdet auch übrigens sehen, dass ich das Haus nicht krass zuklattere. Das hat einen Grund. Ich mag es ehrlich gesagt nicht, vor allem auch im Gameplay nicht. Wenn die Oberflächen so krass zugeklattert sind, dann kann man nämlich wenige Sachen platzieren, dann
noch. Ich finde, wenn es eine klare Struktur, eine klare Linie gibt, finde ich das schöner. Aber das Coole ist ja, ihr könnt euch das Haus herunterladen und selber vollklattern, wenn ihr das möchtet. Ne? Ich finde es halt nur ein bisschen hinderlich manchmal fürs Gameplay. Deswegen nutze ich das, wie gesagt, nicht so häufig. Ein bisschen was, finde ich, sollte schon irgendwo stehen, aber es sollte immer noch, ich sag immer dazu, das sieht dann nicht edel aus. Also ich finde, das sieht irgendwie aufgeräumter und edler aus, wenn man das eben nicht alles so zuklattert. Aber im Real Life sieht es bei vielen Wohnungen und Häusern halt anders aus. Das ist mir auch klar, ne? Ihr werdet später auch sehen, dass ich für das Wohnzimmer eigentlich so einen Durchgang in das Musikzimmer, Schrägstrich Kinderzimmer geplant hatte. Den habe ich aber weggemacht, weil ich wollte, dass das Wohnzimmer ein abgeschlossener Raum ist. Da wird ja vielleicht getanzt, Musik gehört. Und da wird ja auch Fernsehen geschaut oder da verbringt die Familie eben Zeit miteinander. Und ich gehe halt auch davon aus, dass da eine gewisse Geräuschkulisse ist. Und ich fand es irgendwie ein bisschen hinderlich, wenn da nebenan dann das Baby oder das Kind schläft, halt in dem Kinderzimmer. Deswegen hätte ich eh eine richtige Tür machen müssen. Und da mich das dann auch getriggert hat, dass der Kamin nicht genau in der Mitte steht, lol, musste ich es eh ändern, okay? Ich musste es eh ändern, weil es mich einfach getriggert hat, dass das nicht so richtig parallel zu allem liegt. Dass das eben nicht mittig ist, das ist einfach ein ganz, ganz furchtbarer Angewohnheit, aber ich kann es nicht ändern. Das Wohnzimmer ist also komplett abgeschottet und das hat mir eben die Option aufgemacht, dass ich in diesem Klavier- oder Musikzimmer auch ein Kinderzimmer platzieren kann. Und das hat einen ganz besonderen Stil. Ich bin da mal gespannt, was ihr davon haltet. Ihr könnt mir mal generell in die Kommentare schreiben, was ihr vom Stil des Hauses haltet, ob euch das so gefällt, ob ihr selber so baut oder ob ihr sagt, das ist ein kompletter Fail, wie ich das gemacht habe. Das könnt ihr übrigens auch sagen, ne? Weil Geschmäcker sind verschiedene und ich finde, jeder von uns kann auf seine Weise gut bauen und hat einen eigenen Stil und den eigenen Stil, also den findet man halt auch irgendwann, wenn man öfter baut. Also sagt mir gerne auch euer Feedback zu den Räumen, ne? Mein Highlight, wie gesagt, und auch von der Einfachheit, weil ich das einfach am liebsten mag, sind die Wohnzimmer. Wohnzimmer sind für mich so ein Rückzugsort für die ganze Familie. Da wird viel Zeit verbracht. Das ist auch tatsächlich so. Also die meisten meiner Sims verbringen die Zeit dann im Wohnzimmer, weil dort meistens die einzige Musikanlage steht. Meistens. Auf dem Grundstück habe ich ja noch einen Plattenspieler platziert. Aber meistens ist dort die einzige Musikanlage und auch der einzige Fernseher. Für die Flure war es mega, mega schwer, im Übrigen in irgendeiner Form ja eine Art Konzept zu finden, weil die Flure sind halt Durchgangsflure und zwar oben wie unten. Im unteren Bereich habe ich dann so eine kleine Bibliothek draus gemacht, wo man sich dann weiter hinten auch hinsetzen kann. Das seht ihr dann auch später. Fand ich irgendwie ganz angenehm, weil wir haben ja im Spiel auch diese flachen Bücherregale für die Flure und ich fand das irgendwie ganz angenehm, das dann dort so zu platzieren. Aber das war schon hardcore. Vor allem, wenn du halt, wie gesagt, so Durchgangsflure hast. Ich meine, was platzierst du da? Ich finde es mega, mega schwer. Das Kinderzimmer. Ich glaube, da kommen wir als nächstes oder bald auch dazu. Ich würde gerne noch was zu dem Kinderzimmer sagen. Ich habe dafür, es fällt mir jetzt auch ein, ne? Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass ich das neue Pack Leben und Tod mehrheitlich verwendet habe. Habe ich euch direkt angelogen, Leute? Ich kann auch einfach irgendwie nicht mehr. Nein, in diesem Kinderzimmer habe ich tatsächlich das neue Set Wundersame Kinderzimmer verwendet. Shame on me. Aber es ist ein sehr schönes Set, ne? Das wurde in Zusammenarbeit oder Kooperation mit SixamCC erstellt und kam auch vor ein paar Wochen, Monaten raus. Oh Gott, es war eines der letzten Sets, oder? Nein, war es nicht. Die beiden neuen Creator-Sets kamen. Leute, es vergeht doch so viel Zeit und mein Gehirn ist doch dafür gar nicht gemacht. Also jedenfalls das Wundersame Kinderzimmer-Set habe ich dafür verwendet und es passt in dieses Haus einfach mega rein. Ich habe das in einem Rot gestaltet. Die Wandbelege übrigens, die bleiben nicht so. Ihr seht das gleich. Das habe ich leider nicht aufgenommen. Die Wandbelege habe ich in einigen Räumen nochmal geändert, weil ich nicht ganz so happy war mit dem Farbkonzept in einigen Räumen. Das sehen wir aber später, wenn wir durch das Haus gehen. Ich springe einfach in meinen Themen, ne? Es tut mir auch so leid. Aber ich sehe halt so ein paar Dinge und dann fallen mir Sachen ein und dann sage ich einfach so, okay, mein ADHS-Gehirn sagt jetzt, das ist wichtig, deswegen muss ich darüber reden. Aber ihr wisst, dass ich eigentlich sehr strukturiert bin. Ich muss manchmal einfach springen in den Themen, wenn ich sehe, ne? Das lenkt mich halt ein bisschen ab. Oh, und auch ganz wichtig, also im Obergeschoss, hatte ich euch ja gesagt, gab es da so einen extra Raum, da war Dusty, unser Hund, drinne. Ich habe den Hund in den Flur oben platziert. Ich habe den Hund im Flur oben platziert. Das ergibt auch gar keinen Sinn, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich habe die Ruheecke des Hundes oben im Flur platziert. Weil da noch so viel Platz ist, Leute. Und ich finde, das ist auch eine ganz cozy Ecke, weil da hat der Hund alles im Blick. Er hat alle Zimmer im Blick. Er kann überall in die Zimmer rein. Ich fand das irgendwie ganz angenehm. Wobei ich jetzt gelesen und gehört habe, dass man den Hund eigentlich im Schlafzimmer mitschlafen lassen sollte.
Weil das ja so ein Sozialaspekt ist. Naja, es ist Sims, Leute. Es ist Sims, okay? Es ist kein echter Hund. Außerdem, Leute, es ist ein Geisterhund. Können wir da bitte kurz drüber sprechen? Ich bin auf die krassesten Details der Familie Price gar nicht eingegangen. Es ist nämlich eine okkulte Familie. Holy moly. Die Mutter Rosa Price ist ein Geist. Jetzt switche ich schon wieder Themen. Naja, Rosa ist ein Geist. Die Familienmutter. Der Ethan, hatte ich ja kurz erwähnt, ist ein Werwolf. Damien ist ein normaler, menschlicher Sim. Die Freundin vom Damien ist eine Magierin oder Zauberin. Und die Freundin von Ethan ist auch ein Geist und arbeitet auch in der Sensenmann-Karriere. Holy moly. Und das, die ist ein Geisterhund. Holy. Das war ja der Punkt, wie ich drauf gekommen bin, dass ich eigentlich Kritikkult noch nichts gesagt habe. Ihr seht, es ist ein konfuses Video. Es ist wie immer konfus bei mir. Ich würde tatsächlich sagen, ich lasse euch jetzt noch ein bisschen das Beatbild genießen, damit ihr meine Stimme nicht die ganze Zeit hören müsst und gebe euch ein bisschen Musik aufs Ohr und dann sehen wir uns später zur Begehung des Hauses wieder. Ich bin sehr gespannt, was ihr davon haltet und ich sag euch dann auch, wie ihr das Haus downloaden könnt, wie ihr das in der Galerie findet und ja, ich bin sehr gespannt. Dann viel Spaß mit der Musik und beim Speedbild und wir sehen uns gleich wieder.
Und schwuppsdiwupps befinden wir uns auch schon wieder im Spiel und wir sind hier in Ravenwood und jetzt kann ich auch nochmal nachschauen, wie diese Nachbarschaft hieß. Wow, Morning Whale, das ergibt natürlich total Sinn. Wir haben das Grundstück hier, ignorieren wir mal ganz kurz, dass Barby dort lebt. Ich brauchte den Sim für die Screenshots, lol. Aber wir haben hier die Geistervilla, die wir uns jetzt gemeinsam mal anschauen. Wie gesagt, wir ignorieren mal ganz kurz Barby, die passt da thematisch nicht ganz rein. Das ist ja trotzdem ein total gruseliges Geisterhaus, okay? Und hier haben wir das Geisterhaus, die Geistervilla. Wowie, wow. Woher dieser Riss kommt, ich habe keine Ahnung. Wir ignorieren ihn auch mal ganz kurz. Wir sind hier auf dem Grundstück und ich gehe mal ein bisschen um das Grundstück drumherum. Wir haben hier vorne den Haupteingang. Hier haben wir auch einen kleinen Weg rüber in den Garten. Vielleicht da mal als Erklärung, das ist ein kleiner Blumengarten. Rosa, also die Mutter der Familie, sie ist Hobbygärtnerin und sie hat so ein paar Blumen angepflanzt, damit sie Blumenbinden machen kann in ihrer Freizeit. Wir haben hier eine kleine Barbecue-Ecke und hier kann man auch sitzen. Hier sind auch so mystische Fackeln drumherum. Und hier ist die Überraschung, die ich für euch habe. Oh, da konnte man es ganz kurz sehen. Und zwar haben wir nicht nur ein cooles kleines Greenhouse, sondern wir haben hier auch eine coole Geisterkuhpflanze drin. Ich liebe es, Leute. Ich liebe es einfach. Wir gehen, würde ich sagen, nochmal zum Vordereingang von unserem Haus, damit ich euch selbstverständlich auch den Haupteingang zeigen kann. Wir haben jetzt hier die Eingangshalle. Da haben wir zwei kleine Bänke. Da kann man seine Schüchchen ausziehen. Hier haben wir dann die kleine Bibliothek, von der ich gesprochen habe, auch im Speedbuild. Die beiden oder die vier Bücherregale links und rechts. Das habe ich so ein bisschen nochmal umgestaltet, weil mir aufgefallen ist, dass wir gar keinen Schreibtisch haben irgendwie. Deswegen habe ich hier nochmal so einen neutralen Schreibtisch platziert und dann so Leseecken. Und in der Mitte befindet sich dann auch das vollwertige Badezimmer. Hier kann man dann auch wirklich duschen, auf Toilette gehen und sich die Zähnchen putzen. Jetzt lass uns mal zum ersten Raum auf der linken Seite huschen. Hier haben wir das Esszimmer. Sehr schlicht. Sehr angenehm. Hier hat auf jeden Fall die ganze Familie Platz, um das Abendessen zu genießen. Auf der rechten Seite gibt es dann die Küche. Die sehr gemütliche Küche, möchte ich sagen. Ist auch wirklich richtig gut geworden jetzt zum Ende hin. Also, ja, muss ich mir jetzt mal auf die Schulter klopfen. Auch wenn man sich hier nochmal aus der Perspektive hier unten anschaut. Ist wirklich ganz, ganz schniekelig, finde ich, ne? Wir haben hier auch so eine kleine Theke. Da kann man Frühstück dran essen. Wir haben einen vollwertigen Herd mit Ofen. Ein wunderschönes Waschbecken und einen richtig tollen Kühlschrank. Wir gehen auf die andere Seite zu Wohnzimmer. Mein absoluten Lieblingsraum, muss ich wirklich sagen. Also ich liebe ihn. Dieser Raum sieht so gemütlich aus. Hat genügend Platz für alle Sims im Haushalt. Mit dem richtig coolen Kamin hier auch. Der kam auch mit dem neuen Pack. Und wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, kommen wir in das Musikzimmer / Kinderzimmer. Und das ist ja dieses rote Zimmer. Hier habe ich tatsächlich die Wandpaneele geändert. Das habe ich ja im Speedbild auch gesagt, ne? Das musste ich einfach ändern. Das sieht so cool aus, Leute. Richtig, richtig nice geworden. Jetzt gehen wir nach oben in die obere Etage. Da haben wir hier natürlich den Flur. Hier habe ich ja gesagt, gibt es die kleine Ecke für Dusty. Unser Familienhund wird hier schlafen. Wir haben hier auf der linken Seite das erste Schlafzimmer von unserem lieben Ethan. Hier schläft er drin. Er mag Musik als Hobby, deswegen steht hier ein kleines Keyboard drin. Wir haben hier hinten dann das Zimmer vom lieben süßen Damien. Hier schläft er gemeinsam mit seiner neuen Freundin. Deswegen ist hier auch der Boxsack. Und hier haben wir die Arbeitsecke vom lieben süßen Damien. Rose war ja mal ein Medium, als sie noch lebte. Oh mein Gott, sie ist ja ein Geist. Das ist ihr Schlafzimmer. Und ich habe mir überlegt, dass sie neben dem Raben natürlich, den sie hat, dem lieben Corvin, der Name kommt von euch, dass sie hier auch nochmal so eine Kristallkugel hat, wo sie auch nochmal, keine Ahnung, die Zukunft sehen kann. Hier haben wir dann den kleinen begehbaren Kleiderschrank. Der ist hier eingebaut. Und hier geht es dann auch zum eigenen Badezimmer. Sehr, sehr cool, mit ganz, ganz viel Tageslicht. Das fand ich auch irgendwie ganz cool. Und hier befindet sich das kleine, aber feine, vollwertige Badezimmer für den ersten Stock, wo dann die beiden Boys auch reingehen können. Und hier hinten ist der neue Bereich, den ich gebaut habe. Da haben wir eine Bar und wir haben hier auch nochmal so ein Sideboard und hier haben wir auch einen super süßen Spieltisch drin. Hier kann man dann auch wirklich schöne Spielabende verbringen und hier drüben gibt es dann auch für die Logik dann auch das Schachspiel draußen. Ja, und damit war es das dann auch. Das ist der komplette Grundriss des Hauses. Ich zeige euch das mal, dass ihr das von oben seht und wenn ich jetzt runtergehe, könnt ihr auch den nächsten Bereich sehen. Also es gibt genügend Platz für ganz, ganz viele Sims und ich finde, es ist ein richtig, richtig schönes Haus geworden. Ihr könnt dieses Haus selbstverständlich downloaden und zwar heißt dieses Haus Ghost Mansion und ihr findet das in meiner Galerie Andy_Paradise. Hier habt ihr meine EA-ID Andy_Paradise und genauso wie übrigens hier bei YouTube. Und hier gibt es auch jede Menge andere coole Sachen, neben Sims, mit denen wir gespielt haben, aber auch bestimmte Häuser und Trailer. Auch die sind alle aus den letzten Place
und mit denen spiele ich ja auch aktiv. Also schaut auf jeden Fall mal bei mir in der Galerie vorbei. Und in diesem Sinne würde ich sagen, habe ich euch alles gezeigt, was ich euch zeigen kann. Viel, viel Spaß mit der Geistervilla. Viel, viel Freude damit dann auch, damit zu spielen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit und Dankeschön, dass ihr euch das Video angesehen habt. Hinterlasst mir Like und Kommentar, wenn es euch gefallen hat und auch gerne mit eurem Feedback. Falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal, das ist kostenfrei und ihr supportet mich. Klickt die Glocke, dann werdet ihr informiert, sobald ein neues Video live geht. Dankeschön an meine wunderschönen Ko-fi- und YouTube-Kanalmitglieder. Dankeschön, dass es euch gibt und Dankeschön, dass ihr mich finanziell supportet. Das ist nicht selbstverständlich. Ich weiß das unglaublich zu schätzen. Danke, danke, danke. Falls ihr mich ebenfalls finanziell supporten möchtet, alle Möglichkeiten habe ich euch unten in die Infobox geschrieben. Ich würde mich sehr freuen. Und in diesem Sinne, habt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Bis dann. Bye.